Hi, ich hatte echt eine harte Woche jetzt. Wir haben erstmal eben im Labor erfahren, wie man vorher schon gesehen hat, dass der Rahmen nicht hält, dass er nur 90 von 100.000 Wiegetrittzyklen hält. Und dann kam noch eins dazu, dicker Hund. Und zwar hat uns jemand angeschrieben, dass er, dass sein Patent unser System mit inkludiert. Und der hat im Prinzip ja, Europa schon angemeldet. Australien, USA, Kanada hat er das Patent schon erhalten und jetzt war für uns natürlich die große Frage, okay, wir müssen an dem Yoke arbeiten, wir wollen aber kompromisslos in Richtung Performance gehen, das ist ja ganz klar, das steht für uns im Vordergrund und wenn da jemand die Idee schon mal hatte oder ähnlich hatte und das patentiert hat, dann würden wir sicherlich eher Lizenzgebühren bezahlen, als das System zu verschlechtern. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich hingegangen und habe erstmal versucht, das Patent zu umgehen, sag ich mal. Und am Computer sieht das extrem vielversprechend aus, weil wir den Anti-Squat nochmal erhöhen können. Das erhöht natürlich auch den Pedalrückschlag, aber da der so extrem gering war, mag das sogar vorteilhaft sein. Und ich habe das jetzt umgebaut an meinem Rad, kann ich euch mal kurz zeigen. Da ist jetzt die Rolle zentrisch zur Achse, also koaxial. Und das bedeutet eben, dass man mit dem Patent keine Probleme mehr hat und das Ding klettert wie Sau. Also es ist wirklich Hardtail-Feeling mit erhöhter Traktion. Und jetzt stehe ich gerade am ersten Downhill und werde mir das mal angucken, wie das im Downhill performt. Ob man jetzt eben den leicht erhöhten Pedalrückschlag wirklich negativ merkt oder ob das gar kein Problem ist und man einfach nur mit der verbesserten Beschleunigung eben einfach ein noch geileres Rad hat. So, ich bin jetzt schon zwei Downhills gefahren und es ist definitiv anders, weil das Ding einfach noch krasser beschleunigt. Aber ganz ehrlich gesagt, hat man eigentlich keine Nachteile im Downhill. Und sobald ein Gegenanstieg kommt, pölt man den einfach hoch wie auf dem Cross-Country-Rad und bergab läuft immer noch wie Sau. Das ist eigentlich ziemlich geil. Also ich kann mir gut vorstellen, noch ein bisschen näher ausprobieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine gute Lösung ist und dass es wirklich sogar eine Verbesserung bedeuten könnte. Manchmal wird es einfach unbeschreiblich hart und dann findet man erst später raus, warum und wofür das alles gut war. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. So, ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gerade unten angekommen und habe jetzt einige Abfahrten gemacht und ich kann wirklich keinerlei Schwächen feststellen. Insofern sind wir ziemlich sicher, dass wir den Kinematik-Switch nochmal mit reinnehmen. Und das Fahrrad insofern eigentlich nochmal verbessern können. Und jetzt, ja, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, manchmal denkt man irgendwie, alles ist scheiße und alles geht den Bach runter gerade. Und dann geht man nochmal tiefer rein und nimmt nochmal ein paar Sachen mit auf, die man vielleicht sonst eigentlich vielleicht verschoben hätte, Ideen. Und auf einmal kann das Rad sogar tatsächlich noch besser werden. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich auch Strava ausgewertet und habe direkt nochmal zwei Comps gezogen auf Strecken, wo ich vorher auch schon gute Zeiten hatte, auf jeden Fall. Also habe meine eigenen Comps teilweise verbessert und das spricht ja natürlich für die Veränderung am Rad, weil ich mich heute eigentlich wirklich gar nicht so besonders fit fühle. Aber ja, also bin positiv wieder. Das bedeutet natürlich ein bisschen Verspätung für das Projekt. Das hatten wir ja natürlich schon bei EFB auch schon gesagt, weil der Crack alleine hätte ja schon für eine Verspätung gesorgt und jetzt kommt halt eben noch diese Kinematikänderung. Ich bin aber schon am Modellieren und hoffe, dass ich jetzt kurzfristig die Daten zum Terspana schicken kann. Dann wird wieder geschweißt und dann geht es weiter im Prüflabor. Da kriegen wir es dann hoffentlich noch hin, irgendwie im Zeitplan zu bleiben und bis Herbst irgendwie dann endlich so weit zu sein. Also es wird bestimmt auch wohl Spätherbst, dass wir Bestellungen annehmen können. Also es bleibt super spannend. Es ist ein hartes Projekt, es ist wirklich für. Jetzt seht ihr es, ne? Steckt viel Arbeit drin und manchmal denkt man, man ist so gut wie fertig und dann kriegt man am Ende nochmal die Klatsche. Aber
Wir bringen keinen Scheiß auf den Markt, wir bringen keinen Zwischenstand auf den Markt, wir bringen das Produkt bis zur kompletten Serienreife, bevor wir es anbieten. Und ihr wartet lieber 2 Monate länger, als dass ihr am Ende irgendwie einen halbwertigen Entwicklungsstand kauft. Richtig? Ja, richtig, habe ich mir doch gedacht. Also, seid geduldig mit uns, es wird sich lohnen. Es wird fett.